Guten Tag. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie einen Elvis-Krawattenknoten binden. Klappen Sie zunächst Ihren Kragen nach oben. Legen Sie die Krawatte an die richtige Stelle. Das heißt, sie muss so liegen, dass der schmale Teil länger ist als der breite. Das ist die Länge, die Sie für das Binden Ihres Knotens benötigen werden. Beginnen Sie damit, den breiteren Teil längs zusammenzudrücken und mittig unter Ihrem Hals zu platzieren. Nun nehmen Sie den schmalen Teil und schlagen ihn einmal um den breiten Teil. So. Nun schlagen Sie den schmalen Teil einmal durch die Halsschlaufe, ziehen ihn von hinten durch. So. Und jetzt legen Sie ihn einmal über den Knoten und ziehen ihn erneut durch die Halsschlaufe durch. So. Jetzt einmal hinter dem Knoten durchführen, dabei aber so viel Platz lassen, dass eine kleine Schlaufe entsteht, durch die Sie den schmalen Teil hindurchziehen können. Diesen Knoten nun also nachziehen. Bis er sitzt. So. Das muss eine dreieckige Form ergeben, wie ein Herz. Sie sehen also den ersten Knoten unten und den zweiten Knoten oben drüber. Nun haben wir den ersten Knoten fertig und noch etwas von dem schmalen Teil übrig. Dieser wird nun einfach einmal um die große Halsschlaufe herumgeschlagen. Passen Sie auf, dass dieser Teil richtig herum liegt. Sie müssen die Innenseite sehen können. Dann ziehen Sie ihn erneut hinter dem Knoten hindurch und bilden eine neue kleine Schlaufe. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang wie vorhin. Ziehen Sie nach und klappen Sie nun, wenn der Knoten sitzt, den überstehenden Rest Ihrer schmalen Krawattenhälfte hinter die Halsschlaufe. So. Klappen Sie Ihren Kragen wieder herunter und ziehen Sie Ihren Knoten noch einmal nach. So. Jetzt können Sie einen Elvis-Knoten binden.